Also ich habe das Gefühl, irgendwie ist die Switch nicht mehr das, was sie war. Vielleicht muss ich erst mal warm werden. Kriegen wir hin. Warnung, ich fange in irgendeinem Safe an und ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich habe noch so grob eine Idee, was abging. Okay, der Sound klingt horrible. Let me just restart this, weil das klingt, als ob wieder irgendwas kaputt gegangen ist. Ist besser. Habe ich gerade gesagt, Seitenleisten ausblenden? Ich schwöre, Technik. Technik ist heute gegen mich. Ist das derselbe? Inwiefern derselbe? Derselbe Spielstand? Ja, das ist derselbe Spielstand wie beim letzten Mal. Den wir das letzte Mal. Können wir doch nachgucken. Wann haben wir das letzte Mal? Möchte hier gucken. 25.11. haben wir das Spiel das letzte Mal angepackt. Okay, ich glaube, halbwegs zu wissen, wo wir waren. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung mehr. Shit. Das mal hier auf die Welt, ne? Mussten wir nicht irgendwie in das Dorf irgendwie hinter mit den Monstern? War da nicht irgendwas? Ah ja, stimmt, wir wollten eigentlich nach Nicht-Sternenhügel. Hier Monster City oder so. Randland? War es Randland? Ich glaube, wir mussten Randland. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, hier war ja immer überall die. Ja. Okay. Mein Gott. Ich und der Analogstick, wir werden heute keine Freunde mehr. Hallo? Hey. Wo sind die Treppen, Mario? Aha. Okay, wie funktioniert das nochmal? Okay. Ich muss mich jetzt erstmal wieder einsperren. Cool, ich bin eine Vogelscheuche. Habe ich nichts gegen alle Gegner? Heldeninsel, ist das dein Ernst? Ich frag das Spiel. Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie man das spielt. Gut, das heilen, ne? Ja, hier heile ich mal. Du hast da bestimmt auch irgendwas. Vergiftet deine Feinde. Alle. Sure. Wirkungslos. Das war nicht okay. Wirklich? Okay. Gruppenknoten. Warte, jetzt ist mal den hier weg. Ich krieg das Abwehrtiming überhaupt nicht mehr hin. Ach, cool. Aber ich bin der Meinung, ich hatte schon von Anfang an immer Probleme mit dem Abwehr-Timing.
Wiederkehr. Ach, du Rett, du kriegst Magic. Dann nehmen wir euch doch mal alle auseinander her. Ein Köterich. Okay. Konntest du nicht irgendwie einen Hammer oder irgendwas benutzen, um... Okay. Ich krieg das Timing nicht hin. Das ist schon irgendwie tight, das Timing. Angriff geht's, aber so abwehrtechnisch ist Timing echt noch für den Arsch. Ich sehe da oben doch das Ding. Also ich sehe hier oben irgendwie was rumschwurbeln, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ist das ein Trick? Ach so, Gegner respawnen, ja, ne? Ne, tun sie nicht. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Warte, warte, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Block oder so. Gegner respawnen. Ne, weißt du was? Ich. Ich krieg's echt nicht an. So komisch zu timen. Gruppenknolle? Gruppenknolle. Ich weiß halt nicht, ob ich zu früh oder zu spät bin. Definitiv zu früh gewesen. Achso, stimmt, du kannst einfach wechseln. Naja. Ultrasprung. Okay. Das Power. Leben braucht keiner. Hab ich gehört. Ach, come on. Sure, jetzt du das. Ja, anfällig für was genau? Der One-Shot und mich. Sehr schön. Donnerschock, sei mein Pikachu. Ja, du One-Shottest mich eh schon. Also du brauchst definitiv noch einen Donnerschock. Achso, ich hab keine SP mehr. Okay. Das
auch Magic. Ja, und du kannst da stehen bleiben, mit dir will ich jetzt nicht spielen. Natürlich fällt die mir auf den Kopf, die scheiß Echse. Ich habe keine KP, gar nichts. So, das ist natürlich super. Dann machen wir uns erstmal die Kleinen weg. Ja, ihr springt wieder. Wieso springt. Come on. I tried. Ich finde es gut, dass mein Reward für, hey, du hast richtig zum richtigen Zeitpunkt die Taste gedrückt, war einfach mal, ich wurde vergiftet. Das ist sehr nett. Oh Gott, was ist denn hier los? Speichern wir mal. Oh Gott, noch mehr von den Viechern. Okay. Warum auch immer die jetzt leichter sind als vorher. Ich wüsste halt auch keiner gerne, was hier unten ist. Oh. I see. Hier ist gar nichts. Hier irgendwas? Hä? What happened? Ich bin ein bisschen verwirrt. Können wir bitte nicht den Schlafblödsinn machen? Extrazug. Komm mal, Garna. Warum liegt... Wie komme ich denn wieder hoch? Kadunkel. What is this shit? Kadunkel ist ziemlich tanky. Au. Dunkel. Ich habe das Gefühl, Genos will auch Angriff. I guess. Ja, du bist definitiv Angriff. So, ich kann nicht in den rein, kann ich nicht. Okay, das ist das. Wie komme ich denn da wieder hoch? Das ist ja sehr problematisch irgendwie. Sehr, sehr problematisch. Ouch. Come on. Gönn dir mal hier so einen Pilz. Obwohl hier, Legion-Pilz, warum nicht? Extra Item. Oh, okay.
Stuff is happening. I can't do shit. Okay, der Knatsch hier ist schon mal weg. Dann. Gab's nicht einen Weg, wie du SP wieder kriegst? Nicht abwehrbarer Sandsturm, ja cool. Alle, was sind das für Enemies? Ja, Attack. Danke. Die sind ja alle ein bisschen crazy hier. Und das Problem ist, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da wieder hochkomme. Bestimmt der erste, ja, war klar. Alles klar. Come on. Fall mir bitte nicht auf den Kopf, danke. Ich hab springen gedrückt, ich schwör. Kann ich bitte hier weg, danke. Also ich kann gar nichts, weil ich keine. Okay, Moment. Items. Medienpilz. Du kannst Item. Was? Du kannst Item zum Kunden. Was? Achso, ich soll X in der Ober. Ah! Okay, cool. Du kriegst mal einen Pilz. Und du kriegst mal irgendwie zwei normale. Und dann habe ich nicht auch noch irgendwas, was MP, KP-Dings wieder auflöst. 10 WP für den Honigsirup. Ich habe ein paar. Gut. So. Bewegen wir uns mal weiter voran, ja. Jetzt will ich ja eigentlich wissen, was da oben ist, ne? Dinge. Oh mein Gott, really? So, weg mit dir. Extra Zug ist nice. So muss das aussehen. Ich hasse das. Come on! Okay. Ich hab das überlebt. Aha! Zumindest langsam wieder an das Timing gewöhnt. Du kriegst Magic. Möchtest du nicht aus dem Weg gehen, wie ein Bienchen? Dankeschön. War das halt nach unten? Hi. Willkommen an der Himmelsbrücke, der tollen, trickreichen Touristenattraktion. Hurra! Traust du dich, die Brücke zu überqueren? Ja? Alles klar, dann brauche ich 5 Münzen von dir. Anleitung gefällig? Sure. Die Himmelsbrücke kann auf 3 Arten überquert werden. Wer runterfällt, ist sofort disqualifiziert. Der normale Kurs ist einfacher, wenn die Blöcke fallen nicht runter. Um einen Block weiter zu springen, halte in die gemischte Richtung durch den B. Wenn du das schaffst, hast du die Belohnung 5 Minuten gut geschrieben. Der Spezialkurs funktioniert genau wie der normale Kurs, allerdings fällt die Brücke runter, wenn du zu lange auf ihn stehen bleibst.
Also eigentlich den Profi. Direkt volle Karacho, let's go. Keine Ahnung, was ich tue, aber passt schon. Ich komme nicht mal auf den Block drauf. Das ist schon mal super. Disqualifiziert. Ne. Oh. Blumenkapseln. Was? Ich spring einfach auf mich drauf. Okay. Dann gib mir den Normalkurs. Doppelt absahen. Okay. Ich bin so verwirrt. Was ist mal hier gelandet? Was ist mit dir? Hi. Lange her, dass ich zuletzt hier war. Bin nämlich viel gereist und so. Wohin seid ihr unterwegs? Vielleicht nach Monsterschlupf? Ich glaube, Monsterschlupf ist das, wo wir hinwollen. Dann zugeht am besten, ihr sucht den Sandstrudel mit der Ameise und begebt euch dann weiter. Dann immer schön weiter mit für die... Okay. Sandstrudel mit Ameise. Check. Ist notiert. Bisher sehe ich hier keine Sandstrudel mit Ameise. Niemand hat gesagt, dass die Ameisen angreifen. Was ist das denn für eine Kacke? Ich finde es gut, dass einige Charts einfach keinen Schaden nehmen und einige nehmen viel mehr. Kann ich mit leben. Na, Mario, bist du betrunken? What the fuck? Hm.
Wie jetzt? Die können Löcher wechseln. I don't get it. Ist das Verarsche oder so? Was ich nehme, ist einfach das andere Loch. Ich kann es nicht machen. What the? Okay. Wie zum Geier funktioniert das? Autsch. Das war nicht wirklich das, was ich wollte. Habe ich ein Wiederbelebungs-Item? Belebt eine Verbindung. Das ist nur ein Gegner. Das sind alle Gegner. Mehr Power. Das war der hier. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich will irgendwie mal meine BP wiederherstellen. Sagen, das fand ich gut. Können wir das wiederholen? Ja, na. Du kriegst Magic. Was ist hier drin? Nothing. Siehst du einen Stern? Ich kann dir gerne einfach kaufen für 400 Münzen. Excuse me? 400 Münzen. Wie viel habe ich überhaupt? 900. Ich meine. Möglich wäre es gewesen, aber ich kann auch einfach nirgendwo drauf tapsen. Easy. Nee, lass mal. Okay. Hä? Ich muss ja bestimmt mit irgendwas interagieren, warten. Ich muss dem bestimmt die 100 Münzen geben. Let's see.
Sure. Springe in beliebiger Reihenfolge dagegen. Schlüpfe in die Röhre in der nächsten Kammer und deine Zukunft wird köstlich. Okay, was will mich auffressen? Oh, nice. Aber hey. Gott, wirklich? Oh, Yoshi. Ah, ich muss hier durch und Bellum ist quasi der Zwischenboss. Ich verstehe. So. Das sieht richtig lecker aus. Zeit für einen Imbiss. Jetzt ist nur die Frage, was ist deine Schwäche? Ich habe keine Ahnung. Was könnte denn die Schwäche von dem sein? Achso, ich kann ja Gedanken lesen. Furcht, Gift und Stille. Furcht, Gift und Stille. Machen wir das schon mal Gift? Oh, nicht abwehrbar. Au! Furcht, Gift und Stille. Du hast keine Stille. Habe ich noch irgendwen, der Stille casten kann? Hast du Flash-Stille? Hm, nicht wirklich. Okay. Jetzt Feinde klonen? Schmeckt edel und rosa. Gratulation, du hast deinen persönlichen Heiler. Der nichts aushält. So, wie wär's denn mit noch mehr Moves? Come on. Wie viele Statuseffekte willst du denn noch auf mich schmeißen? Total sauer? Okay. So, wie viele Runden hält der Scheiß? Sieh mal einer an. Ist das Zufall, weil man aufwacht? Du hast... Ihr habt mich... Okay, alles klar. Bisschen nervig, der Typ. Bist du es noch untertrieben?
Ach, nicht schon wieder Aurora blöd. Okay, aber du könntest jetzt mal, habe ich irgendwas. Ach, guck mal, hier steht Status auf. Nice. Du kannst dich dagegen noch nicht wehren, passiert einfach. Ja, seine Magie ist das Eigentliche, was mir ein bisschen zu schaffen macht. Ja, es ist Furcht und Stille gewesen, ne? Gift, Furcht, Stille, nicht Schlaf. Nicht schon wieder? Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt erlernt ihr natürlich Stille. Jetzt. Wann auch sonst. Hier. Tagchen mal wieder. Die Röhre führt nach Monsterschlupf, wo ich zu Hause bin. Wir sehen uns dann dort. Okay. Welcome. Guten Tag. Windstärke Hauch Bö-Okan. Okay. Ein Reisender aus der Ferne. Willkommen im Monsterschloss, wo du etliche Monster finden wirst. Gestatten. Ich bin die Monstermutti, die gute Seele des Hauses. Tag, Monstermutti. Ein Stern, sagst du? Ach, du möchtest unseren Stern sehen. Gern doch, er ist im ersten Stock oben. Geh ruhig hoch und grüß ihn schön von mir. Ihr habt einen redenden Stern? Ihr habt einen Luma. Ja, keine Ahnung, was der von mir will. Ab und an, wenn du an den richtigen Stellen mal herum willst, stößt du plötzlich gegen eine Schatztruhe. Obwohl da erst gar keine war. Ist das schon mal passiert? Diese Schatztruhen sind als Geheimschätze bekannt. Klar, weil man erst kein Spürchen von ihnen sehen kann. Du glaubst, dass alle Geheimschätze auf der Welt gespürt haben? Weit gefehlt. 35 Stück musst du noch finden. Okay. Ich habe schon viel von der Welt gesehen, aber die seltsamen Personen, die ich je getroffen habe, war so ein alter Kerl in Rosenrode. Verschroben ist noch untertrieben, aber gelohnt hat sich die Erfahrung irgendwie schon ein bisschen. Okay. Und was sagst du? Ist doch ein Wonneproppen, unser Stern, oder? Und er ist so talentiert, die Leute kommen von nah und fern, nur um ihn zu sehen. Das ist nicht der Stern, den ich suche. Sternstock? Ach, Sternstück? Nein, bedauere, das sagt mir nichts. Du bist also den langen Weg hergekommen, nur um irgendein Sternstück zu finden? Muss ja unheimlich wichtig sein. Wir sind hier sozusagen das Ende des Landes. Viel weiter geht es nicht. Wenn du deinen Stern also hier nicht findest, dann bleibt nur noch ein Weg, und zwar nach oben. Oh, eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du die Reise nach oben antreten möchtest, aber die Antwort steht dir ins Gesicht geschrieben. Dann gebe ich dir einen Tipp. Es gibt einen verborgenen Weg, der dich bis nach oben bringt, und zwar im Bohnental.
Doch zuvor musst du durch die Wüste bis zu einer riesigen Felswand und die musst du dann noch irgendwie überwinden, um ins Kronental zu gelangen. Aber da du so ein freundlicher Zeitgenosse bist, helfe ich dir dabei. Warte, ich stelle dir ein paar Gesellen vor, die dir unter die Arme greifen. Parakupas angeflattert. Der hat einen eigenen Parakupas-Squad? Anscheinend. Soldaten, nennt eure Flugzeit. 8,652 Sekunden, Chef. Zum Stellermonster-Motte, Paratroopers bereit zum Dienst. Melden unglücklicherweise eine Flugverspätung von 0,52 Sekunden. Bin untröstlich, Madame. Hey, die sind schneller als die Deutsche Bahn. Zackig und gezackt wie eh und je, mein Guter. Aber mehr könntet ihr das Stammstehen ruhig lassen oder, naja, das Stramm schweben. Immer, ihr Lieben, ich möchte euch da mal einen kleinen Gefallen bitten. Sehr wohl, Madame, und sehr gern. Und gefallen uns. Oh, gefallen. Mhm. Wundervoll, dann aufgemerkt. Seht ihr diesen freundlichen Knaben hier? Er möchte mit seinen Freunden unbedingt runter ins Bodental. Könntet ihr Feinflieger ihm nicht dabei helfen, die Felswand zu bezwingen? Und aber das könnte, Madame. Ist schon so gut wie erledigt. Flieger, ihr habt's gehört. Operation Schnauzer über die Felsen beginnt. Keine Müdigkeit vor Schützen. Meine Gehorsam, Madame. Wir werden sofort an der Felswand in Randlandstellung beziehen. Paratrupper bereits zum Upload und wehe, die Formation wackelt. Abgeflattert. Ich weiß. Etwas einzigartig, die Guten. Aber zuverlässig sind sie, glaub mir. Also dann viel Glück bei deiner Suche. Okay, cool. Sagt der Supersprung ist doch sowas wie dein Markenzeichen, stimmt's? Also die Mehrfachsprünge, die du drauf hast. Die machen schon ziemlich was her. Dein Rekord für Mehrfachsprünge liegt uns bei 10 Stück in Folge. Wie machst du das nur? Wenn du es schaffst, in einem einzigen Mehrfachsprung 30 Mal hintereinander zu springen, dann meld dich bei mir, okay? Cool. Ist mit dir? Du da. Sollst ja ein ganz passabler Hüpfer sein, wie man sich erzählt. Okay, hey. Es ist ganz seltsam. Manchmal kann man den Typen hören, der hier gleich nebenan wohnt. Er brabbelt ständig was von Kristallen und Bösewichtern und edlem Kriegertum und so. Ist ein Kristall nicht so ein glänzender Stein? Hab ich bestimmt schon mal gesehen, sowas. Versiegelt. Okay. Hereingespaziert, hereinspaziert. Mönchen, nur bin sofort da. Ach du stachelige Güte. Gunthilda? Du ein Monsterschlupf? Was hast du denn hier verloren? Meister Bauer, eure Bissigkeit. Puh, das ist ja ganz schön lange her. Also, es tut mir echt leid, dass ich euch im Stich gelassen habe und so. Es ist nur so, ich hatte viel zu viel Angst, gegen Schmiedrich zu kämpfen. Und seitdem ist auch unheimlich viel passiert. Nun leite ich diesen Laden hier. Ich habe es weit gebracht, irgendwie. Wartet, ich zeige euch meinen Kleinen. Hey ihr, kommt mal rauf und sagt Onkel Bowser guten Tag. Ah, schön. Für euch kämpfe ich zwar nicht mehr, eure Grantigkeit, aber dafür kann ich euch hier mit nützlichen Items versorgen. Wenn ich euch hier ausstatte, dann könnt ihr mir vielleicht verzeihen. Ist gut. Keine Entschuldigung nötig, Kumpelder. Ich habe nun sogar brandneue Schergen, mit denen erober ich meine Festung zurück, macht dir keine Sorge. Lebt dein eigenes Leben, ja? Und ich wünsche dir nur das Beste. Okay. Wir wollen Onkel Bowser helfen. Dürfen wir helfen, Mama? Bitte. Du verkaufst nur Pilze. That's like... Wow. Cool. Das lohnt sich überhaupt gar nicht, aber gut. Was ist das hier? Müde ruhen sie sich doch hier aus. Grüße. Das Grimmel-Grusel-Trio.